Rissing. Microsoft schießt einmal wieder das komplett in Folio, ja? Aber gleich zweimal mit einem Schuss, drei auf einmal. Ja, schon wieder sind wir ist wieder alles droht wieder zu eskalieren, weil wir eben, ja, gut, das Thema ist schon länger ein bisschen im Umlauf, aber ich glaube, die Leute scheint es wohl gar nicht so ganz zu kapieren, was das eigentlich heißt, wann, wie das irgendein Update rauf fetzt, ja. Das ist jetzt da ein ältere Dings, aber das einfach nur, damit wir jetzt ein bisschen haben. Ich habe auch danach Google gerade. Nein, brauchen wir nicht, danke. Gerade den PC neu gestartet, weil mit dem konnte ich gerade nichts mehr machen. Und zwar, ich habe ein bisschen City Skylines gezockt. Ganz easy, nichts Besonderes eigentlich. Und farme, alle Bildschirme werden schwarz. Ja, keine Ahnung warum. Werden schwarz, dann gehen sie wieder an, denkt man, ah, ja, weh, habe ich die Grafikkarten wieder zu viel übertaktet, ne? Na, steht oben in der Taskleiste, die oben, steht oben drin, Updates bereit zur Installation. So. Ich kann da nicht draufklicken, ich kann die Hälfte nicht machen, das Spiel läuft noch, man hört die Audio, aber 3D funktioniert halt nicht mehr. Ne? Da, Windows bereit zur Installation, und ich denke mir, na. Ihr habt jetzt, ist nicht euer Ernst, oder? Ihr tut jetzt verfickt noch einmal das Update raufzwingen. Ja, was ich nicht wollte, wo ich alles ausgestellt habe und trotzdem haben wir die das Scheiß-Update auf. Ja? So, tu das Update machen, ja? So, das hat eh wieder dauert, Ewigkeit. Und dann kommt auf einmal ja, hallo, wir haben den Edge-Browser abgedatet. Wie bitte? Wen interessiert das? Das hat jetzt alles zerstört. Hab den PC nicht mehr bedienen können, das Spiel schmiert ab. Nur wegen dem Blödsinn. Das ist nicht euer Ernst, ne? Hab ich mir doch. Und ich plädiere nur dazu, immer gerne wieder mal so. Ja, wenn man jetzt nicht unbedingt arbeiten, also wenn man jetzt nicht Spiele spielt am Rechner. Das wirklich vermeiden, Windows 10 zu installieren. Windows 8, ja, alle Updates aus, nichts. Ja, man hat seine heilige Ruhe, wenn man da eher arbeitet und nicht surft wie ein Idiot und rüber draufklickt, braucht man auch keinen Support und nichts dafür. Dann rennt es auch, aber du kannst bei Windows 10, ich habe da Pro, nichts abstellen. Das geht einfach nicht. Ich kann nichts abstellen. Und das ist auch das, was ich mir immer denke. Ich weiß, dass bei Windows 10 das schon ganz anders funktioniert, das ganze Gehabe, beziehungsweise die, ja, mehr oder weniger die Vorgehensweise andere ist, ja, anstatt dass man das wie ein Produkt ansieht, was man verkauft, sieht man das als Dienst an schon. Ja, aber das heißt nicht, dass mein PC das macht, was es wollte, sondern eher umgekehrt. Ne? Das denke ich mal jetzt als Spieler, aber auch als Content Creator, dass man eben gefickt wird von Microsoft von vorne bis hinten. Ne? Und das eben nicht das sein kann, was ich möchte. Ne? Wenn ich einen PC habe, möchte ich entscheiden, was da passiert. Das ist ja absichtlich gewählt, dass ich keine Updates habe und nichts. Ich habe noch nie in meinem Leben noch ein Update irgendwas einen Unterschied bemerkt. In Form von Performance oder sowas. Nicht einmal sein XP. Ne? Aber da konnte man bei jedem einzelnen Windows, außer beim 10er natürlich, das ist eh typisch einmal wieder Windows 10 Krankheit, kann ich die Updates ausstellen. Ja? Und selbst das über den REC-Key funktioniert nicht. Und ich kenne die Windows Registry relativ gut, würde ich jetzt einmal behaupten. Aber das interessiert Microsoft nicht. Da ist da wahrscheinlich irgendwie in einem Key noch drin, den man braucht, da geht wieder was anderes nicht, wenn man das ausschaltet, damit das Update nicht draufgespielt wird, was kein Mensch braucht. Und dann zu noch so Unnötiges wie den verfickten, na, ihr wisst schon, den Edge-Browser, den so gut wie kein Schwein nutzt. Oder? Ja, zwar einiges mehr als wie Internet Explorer noch, aber wer hat nicht eh jeder schon fünf Browser? Ich habe da auch mein Opera GX, den Dings. Na, in Opera, in Firefox, für NoScript Skript und das. Aber auch mein Chrome.
Ja, das liegt aber eher daran, dass ich verschiedene E-Mails habe und verschiedene Gmail und da abmailen und so. Ich will da alles ein bisschen separat, ein bisschen geordnet haben auch. Und manches funktioniert auch auf dem Browser besser als auf dem anderen. So, und ich brauche nur kein Edge. Ich kann mit dem nichts anfangen. Das ist nur ein zusätzliches Wirrwarr, ja, basierend auf Chrome, ja. Was eh schon mal ein Fehler ist. Ja, zwar gut für Add-ons, aber würde man das mit Firefox kombinieren, ja? Dass es ein Firefox-basierter Browser wäre und den dann noch mit NoScript auszustatten, automatisch, dann hätte man schon eine gewisse Art Sicherheit, ja, wo man dann surfen kann und jede Be Berechtigung einzeln setzt, ja, um nicht Gefahr zu laufen, dass da irgendwann dann Malware im Hintergrund rauf gebrodelt wird, ja, auf die SSD. Und das wieder ist Windows zerfickt, ne? Weil das ist ja das, was man eigentlich vermeiden will. Aber nein, Windows fickt schon selber die Kunden, indem sie einfach irgendwas installieren, was kein Mensch braucht. Ich habe da alles ausgeschaltet bei mir, aber es geht nicht. Ich kann machen, was ich will. Ja? Und da frage ich mich immer, was man dagegen machen kann. Also ich weiß auch schon nicht mehr weiter. Ja? Wenn ich nicht weiter weiß bei so einem normal kleinsten Problem. Ja? Weil bei Windows 8 oder 7 8 habe ich auf meinem Laptop. Ich wette, wenn der 15 Jahre jetzt mein YouTube-Banner anzeigt von einem anderen Dings und das, was ich schon auf Microsoft gepostet habe, da habe ich auch mal kurz einen Beitrag veröffentlicht, weil mich das einfach nur mehr anpisst oder wie die mit die Kunden umgehen. Das betrifft indirekt eigentlich jeden, auch der kein PC hat. Zum Beispiel da bei Arztpraxen, da stürzt der Rechner ab, weil da irgendein Browser abgedatet worden ist und der andere kriegt seine Röntgenbilder nicht oder irgendwie sowas. Und letztens im Dorotheum konnte keiner irgendwas machen, weil da die Server verreckt sind. Da rennt wahrscheinlich wirklich Windows 10 drauf, weil jeder so blöd ist, anstatt da was anderes zu installieren, zum Beispiel Linux, oder? Ja? Das ist doch egal. Oder Windows 8. Es muss nicht immer das Neueste sein, um einen gewissen Sicherheitsstandard zu setzen. Den macht man sich ja selbst. Dafür braucht man nicht den Zwang von anderen. Ich fühle mich ja schon wie Apple da. Ja? Apple weiß auch immer das Beste für den Kunden. Dabei brauche ich das alles gar nicht. Ja? Und dann hat man eben Windows. Und da wird man jetzt auch schon in den Arsch geblasen. Also, aber fünf Leute auf einmal machen das schon. Also, es gibt ja nicht sowas. Und dann haben wir nicht einmal eine Chance dagegen, sich da irgendwie zu wehren. Ich hab schon seit 2015 die Fresse gehalten. Ich habe nie was gesagt. Ich habe gesagt, ja, das wird sich vielleicht noch da einpendeln oder irgendwas. Oder eine andere Methode geben, die zwar schwieriger ist als wie damals, zwei Klicks und fertig ist, Käse gegessen. Nein, ich muss mir das aufdrücken lassen, grundlos. Okay, ich habe jetzt nur gespielt, ja, es war jetzt kein, ja, jetzt nichts Problematisches in der Hinsicht, aber trotz alledem ist es was Problematisches, eben, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich hätte ein Video schneiden können und dann passiert sowas. Dann tut er mal die 3D-Anwendung abstürzen lassen, die läuft noch so halb, ne? Ja, Alt-Tab und nichts funktioniert mehr. Ich konnte einen PC nur halb bedienen, ja. Nix. Ne? Müsste im Hard resetten und dann erfahre ich halt, wie gesagt, die Information mit dem Browser. Ne? Ich habe nichts dagegen, wenn es mein Browser-Updates, aber dann, obwohl ich ihn nicht nutze. Ne? Und dann zeigt es mir das halt an, wenn ich auf dem Desktop bin, wenn ich jetzt in einen Browser gehe, oben ein Fenster, hey, wir haben ein neues Browser-Update für Sie. Ist ja kein Problem, passt ja alles. Aber das nicht im Vordergrund stellen von einer Anwendung, die im 3D-Modus rennt, ja, im Vollbild. Ja. Und das dann alles zerstört, wenn da jetzt zum Beispiel, das kann ja nicht nur auf mich ein Problem werden, sondern auf alle anderen auch. Ne? Weil die dann dasselbe Problem haben. Ich hoffe, die verändern da was. Im Hintergrund können sie alles updaten, ja, irgendein Scheiß, von dem man nichts merkt. Aber für ein Browser-Update, da muss man auch noch neu starten. Ja. Für drei, vier Mal, denke ich mir, bitte wie, was? Ich habe den Browser abgedatet, alles. Leben wir nicht in einer Zeit, wo alles unter Druck passiert, wo alles schnell funktioniert und nicht das so ist, dass wir alles so schnell wie möglich auf die Reihe bekommen wollen und dann funktioniert das nicht im Hintergrund, wird das abgedatet und wenn ich dann den Edge öffne, was ich nie tue, aber weil ich ihn einfach nicht brauche, auch wenn er
bei weitem besser ist. Wie gesagt, basiert ja auf Chrome als Internet Explorer. Wenn ihn wer nutzt, ja, fast schon mein Beileid. Ja. Da hat man auch keine Ruhe mehr, wenn sich da irgendwas ändert, aber bitte. Leben wir nicht so, dass eh alles schnell gehen muss und im Hintergrund alles passiert, Multitasking und bla bla bla, haben wir nicht so viel RAM, dass... Und dann ein Neustart für ein Browser-Update. Also ich meine, komm, wo leben wir in 96, wo das noch passiert ist, wo das Standard war, bei jeder scheiß Änderung musste das PC neu starten. Ja, es war ein tiefer Eingriff ins System. Ich glaube, Schrift anpassen hat schon einen Restart gebraucht. Aber doch nicht bei Windows 10, Alter. Ich habe 32 GB RAM drin. Können die nicht das so machen, dass ich da nicht neu starten müsste? Ich glaube, wir kriegen das alles schon anders hin, ne? Und ich hab, das ist ja alles nicht einmal wirklich so ein Problem, wenn man nicht das alles aufgezwungen bekommt, ja, und dann alles andere, die Arbeit in den Hintergrund stellt, nur wegen irgendeinem blöden Update. Ja? Ich habe da lange Zeit jetzt die Fresse können, aber das Rant-Video muss einmal raus, sorry, dass ich mich da gerade aufrege, aber es ist einfach nur so hundsverdummt nervig, Alter. Es ist wirklich, Alter, als würden da 16-Jährige sitzen, Alter, die selber nicht einmal wissen, was wollen, und dann das alles managen. Ja, da würde es mich nicht wundern. Aber da sitzen ja tatsächlich da Erwachsene dahinter, die sowas machen. Ja? Das ist ja nicht das einzige Problem. Also er hat ja etliche schon solche Probleme. Nur nicht in dem Ausmaß, wo der PC dann nicht mehr funktioniert. Ey. Also liegt sicher nicht mein PC. Also ich glaube, wenn ich den mache, ich glaube, da sieht man, dass das Problem nicht an meinem PC liegt. Weil der so alt wäre oder sowas. Da stürzt nichts ab. Der macht alles, was ich soll. Außer wenn Windows das nicht mal will. Ja? Also, wenn ich bei meinem Laptop, okay, da passiert ja nicht viel auch, aber da, wenn ich den 15 Jahre da das anzeigen lasse, ist da nach 15 Jahren immer noch das Gleiche zu sehen, und auf meinem Haupt-PC wäre wahrscheinlich schon 30 Mal das Windows updated worden und 15 neue Versionen, bin ich wahrscheinlich bei Windows 28 dann noch, ja? Wenn Windows 10 nicht das letzte werden soll. Meiner Meinung nach sollten sie wieder Windows machen, Windows 11 dann so wird wie Windows 7, wo man auch was abstellen kann. Und das nicht nur, die haben ja da, wenn sich das einmal gibt, ne? Update, Einstellung für Windows Update, da. Ja, sie sind jetzt auf den neuesten Stand, was ich nicht brauche. So, Update, Pause, Nutzungszeit ändern, erweiterte Optionen, alles hat man da gemacht, viel Zeit verschwendet, Updates aussetzen, Datum, alles kann ich einstellen. Ja, super, aber warum gibt es keinen Aus-Button? Und es geht nicht mal mit Registry. Rumfummelei. Nicht einmal da funktioniert das dann. Ja? Weil dann wird das wieder, wird der Key wieder beim nächsten Restart reingehauen. Ne? Super Leihwand, Alter. Das braucht man. Dafür habe ich ein PC, damit ich wie auf der Konsole ein Update fahren muss, bevor ich das Ding überhaupt nutzen kann. Online-mäßig. Ne? Also das ist sowas von einem Schwachsinn. Ah. Also ich sag nur auf denke ich mal, es reicht, also solange ich Windows nutze, aber solche Probleme, die gab es noch nicht bei mir, also in dem Ausmaß. Okay, es ist jetzt ein Spiel gewesen, was natürlich jetzt nicht so tragisch wäre, das war City Skylines, ich habe da ein bisschen ein paar Linien gebaut und ein bisschen die Stadt erweitert. Weiß nicht, wie weit ich da vom Spielstand verloren habe, das ist ja egal. Aber nicht, wenn da jetzt was anderes laufen würde. Ne? Oder bei anderen, die gerade da einen Livestream machen, ja, ihr Geld verdienen oder was damit, ein Banking, und dann stürzt das ab oder was. Was das dann für ein Ausmaß hat. Ja, wenn das dann alles ausfällt wegen so einem Update. Na, was zu dem Zeit absolut falsch wäre. Einzuspielen. Also, dass das Microsoft nicht hinkriegt, alles passiert im Hintergrund, ich merke gar nichts, ist alles super wie Windows Defender, macht gerade super Arbeit. Aber das hier, das funktioniert natürlich nicht. Ich muss natürlich über den neuesten Browser informiert werden, den kein Schwein mehr nutzt. Der Edge ist auch schon wieder tot. Na eh klar, jeder hat schon einen Browser. Dann, natürlich muss Microsoft wieder Geld abziehen, Alter. Die müssen natürlich auch verdienen. Ja? Was ich eh nicht kapier. Da hätten sie gleich den lahmen Internet Explorer, der dann zum Schluss gar nicht mehr so schrecklich war auf PCs, wo
so ziemlich alles läuft, läuft auch der Internet Explorer relativ stabil. Also in der letzten Zeit, ich war ja vor einigen Jahren Scheiß-PCs gewohnt, weil ich ja zeitlang kein Geld für einen richtigen Rechner hatte. Und da habe ich so behinderte Laptops mal gebraucht, mal neu benutzt. Ja? Und da lief der Internet Explorer nie. Ja? Aber nicht bei einem PC, den ich mir selbst baue, ja? Der so schwer ist schon, dass ich ihn nicht mal tragen kann. Ja? Wasserkühlung und alles drin ist. Und dann reagiert das so, weil Windows meint, wir müssen ein Update. Da komme ich mir so verarscht vor. Das darf eigentlich gar nicht sein. Also, naja. Rant over, aber schreibt es mir bitte in die Comments, was ihr davon hältst. Also das ist ja irre, meiner Meinung nach. Okay, bei mir hat es jetzt nicht so einen Ausfall, also so schlimm gewesen, aber stellt euch mal vor, wenn das bei euch ist. Ich weiß ja nicht, was ihr macht, wenn das dann wichtigere Arbeit ist, also oder überhaupt Arbeit ist, was das dann für Auswirkungen hat, wenn da alles abschmiert. Ja. Bis dann, euch hat Jonas Scheipsel.